dann fangen wir gleich mal an. Ich bin sehr gespannt. Also bei Ausnahme Makedonien ist es halt schwer, wenn was passiert eigentlich, wenn eine der Fraktionen, also Rhodos, Pergamon, Athen, bla bla bla, mit mir Krieg anfängt. Weil ich darf ja nicht. Darf ich mich verteidigen? Ich darf sie halt nicht angreifen, aber darf ich verteidigen schon, oder? Die Regel ist ja, dass du keinem. Du darfst sie rekrutieren, wenn du das Risiko eingehen willst. Kein Pferd darf sterben. Aber, also an sich, es ist ja oft so, dass die Pferde wegrennen. Also sehr viele Pferde sterben gar nicht. Aber am Anfang werde ich auf jeden Fall ohne Pferde spielen. Und ja, wenn der Gegner sehr viele. Ja, ich kann es mal versuchen. Sagen wir so. Gut, also, hier können wir mal schauen. Also, griechische Staaten, Massilia, Sparta, Athen und Epirus. Aber Epirus ist ja nicht dabei, weil anscheinend die niemand mag. Beziehungsweise, ich muss die ja einnehmen, weil sonst anders geht's ja nicht. So. Gut. Genau, die Legendär kann nicht manuell gespeichert werden. Beim Pausieren dessen können keine Befehle erteilt werden. Das ist lustig, dass die nur das schreiben. Weil da gibt es so viel mehr, was. Danke, Sarah. Da gibt es so viel mehr, was verschlechtert wird. Erstens, du kannst bei Gefechten nicht mehr sehen, wo der Gegner ist, beziehungsweise du hast halt nur die Sichtweite und kannst mit der Kamera nicht mehr frei schwenken. Das ist das Schwierigste. Dann die Diplomatie ist auch mega schlecht und so weiter. Also, naja. War gerade kurz weg, sorry, WLAN. Ja, kein Problem. Gut. Ja, machen wir mal sehr schwer. Oder legendär. Nee, machen wir erstmal sehr schwer, wenn es zu einfach ist. Wenn ich die ersten 30 Runden überlebe, können wir nochmal neu starten mit sehr schwer. Weil wenn ich dann überlebt habe, dann ist es kein Problem mehr. Ich glaube, der Anfang ist, genau, wenn einer deiner festen Verbündeten dich angreift, hast du verloren. Oh, okay. Aber, okay. Okay, also das heißt, auch mit der Geldgeschenken muss ich ja dann schauen, dass die mich mögen. Gut. Halte die Beziehungen hoch. Die Leute aus Epirus sind töricht. Ja, sie sind töricht und bla bla. So. Also. Schön. Gut, erstmal die ganze Armee verbinden. So, ihr tauscht mal den Platz. Ist ganz gut, dass man am Anfang schon Scouter hat. Okay, ich schau mal gleich. Wie sehr mag er mich? Er mag mich 93 viel. Okay, Knossos mag mich. Makedonien ist eigentlich egal. Gut, also hier mache ich auf jeden Fall erstmal Getreidegrube. Warum? Weil bei der Getreidegrube gibt es 3% Armeeverstärkung. Und am Anfang ist so viel wie möglich Armeeverstärkung das Beste. Dann natürlich gehe ich sofort auf Militär und hol mir ein paar Pikeniere. Und die Plänklerinnen sind die besten. So, die kann man ja auch nur dreimal pro Armee. Oh. Dreimal pro Armee eben ausbilden. Gut. Epirus ist da schon mal weg. Das ist ganz gut. Also die Taktik, die ich jetzt verfolgen werde, ist eine Taktik, die ich eigentlich nicht gerne verfolge. Und zwar.
Ich werde mit der Ups, Entschuldigung. Mit der Armee werde ich so viel wie möglich plündern und abreißen und so weiter. Ich stehe mal ein bisschen hier. So, ich mach die mal weg. Also ich tausche die ganzen mal in Plänklerinnen um. Aus dem einfachen Grund, weil die den Schnellschuss haben. Und das ist am Anfang extrem gut. Falls übrigens einer deiner Verbündeten stirbt, musst du sie befreien. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Athen stirbt und dann kann ich die Hafenstadt erobern. Also befreien. So, ich nehme nochmal zwei. Also ich werde jetzt zuerst eine Full-Stack-Armee ausheben. Und als Kosten weniger für alle Armeen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Okay, der schlawenzelt gerade Richtung Pella. Das ist ganz gut. Ich kann noch ein bisschen warten. Unser verborgener Agent wurde. Okay. So, sobald ich die. Okay, hier ist niemand. Sobald ich die Siedlung erobert habe, bekomme ich 1200 Gold. Das ist ganz gut. Ich gehe schon mal hier hin. Und hol mir. Ja, periwinkelische Hopliten. Die sind zwar kacke, aber ja, trotzdem. Also man braucht ja auch ein bisschen was für die Flanken. Eine zweite Stadt, dann darfst du Athenai behalten. Dies ist mein Okay. Angebot im Namen meines Volkes, von den Göttern gesegnet. Ja. Da hätte ich. Was ist mit meiner Stimme los? Da hätte ich gerade ein bisschen mehr verlangen können. Aber ich war zu schnell. Also der hatte mir ja von sich aus schon 120 Gold gegeben. Okay, jetzt muss ich angreifen. Weil sonst, wenn er vor mir da ist, dann sieht es für mich schlecht aus. Okay, er hat eine Verstärkung und der hat sogar Elefanten. Das kämpfe ich. Dann ist der Verlust nicht so groß. So. Stellung starten. Gegen Elefanten wären natürlich die Plänkler besser. Also nicht die Steinschleuderer, sondern Bogenschützen, Plänkler und so und sowas. Die einfach die Feuerpfeile haben. Weil ohne Feuer sind die Elefanten schon recht gut. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, von da hinten. Gut. Na, weg da. So, dann wollen wir mal. Hat er gerade zu mir gesagt, beruhigt euch? Ich doch nicht. Das klingt komisch, wenn das Frauen sagen. So, dann gehe ich mal hier zur Seite und hier werde ich mal unseren Kumpel zur Seite stehen. Mal auf den Mob hier. Wollt ihr nicht schießen? Ja, das war ein bisschen zu spät, aber egal. Ich versuche natürlich hier in die Seite zu rennen. Hier gehe ich mal auch zur Seite und die
Lenklerinnen werden mal den General von ihm auseinandernehmen. Und bitte schnell. Unser General wird angegriffen. Geh mal hier hinten hin. Okay. Hier hin, hier können wir mal die drei holen. Ja, wobei. So, hier bitte ihr beide macht den Rücken frei oder haltet den Rücken frei. Ist die Musik eigentlich zu laut? Ich glaube nicht. Aber nur in meinen Kopfhörern. So, bitte angreifen. Ich brauche mir hier gerade nicht. So, hier ist auch alles fein. Ich werde mich mal hier einbunkern. Also einbunkern, also. Ja, einbunkern klingt hier falsch. Aber ich will halt, dass er so wenig Freiheit hat wie möglich. Königliche Kavallerie. Seltene Elefanten. Das wird noch ein bisschen dauern, bis er da ist. Was klingt komisch, wenn es Frauen sagen? Die Synchronsprecherin hier sagt immer bereit und willig. Das klingt so bescheuert. Also, es liegt nicht an den Frauen. Also, wenn das Männer sagen, klingt es genauso bescheuert. Aber, ja. Weil das eben in dem Moment Frauen gesagt haben oder weibliche Charaktere, habe ich das gesagt. Jo, seid ihr bald fertig? Na. Okay, sieht doch schon mal gut aus. So. Den Rest der Steine werdet ihr behalten. Wobei ich könnte, also nicht wobei, sondern ich könnte auch hier zu dem Palazzo oder den Ding hier reingehen. Der Ingame-Sound ist etwas zu leise. Oh, Entschuldigung. So ist es, glaube ich, besser, oder? Beziehungsweise, warte mal. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser und die. Ja, so. Die Musik hat ja. Also übertrönt in meinen Kopfhörern gerade alles. Deswegen habe ich das ein bisschen leiser gemacht. Gut, hier ist alles ready, Teddy. Dann können wir mal ein bisschen vorspulen, weil bis die Armee hier ist. Also hier werden auf jeden Fall zweimal Pikiniere hingehen und hier auch. So, die werden hier aufpassen und die passen hier auf. Genauso wie Le General. Die gehen ein bisschen vor, die gehen dahinter. So. Also sowas, wenn ihr das macht, seid ihr auf jeden Fall nicht tierfreundlich. Der feindliche General ist tot. Ist es nicht eigentlich, wenn man tierfreundlich ist, sollte man doch so viele Tiere wie möglich holen?
weil das, was ich gerade mache, ist tierfeindlich. Nee, Spaß. So, gut, von hier kommen Fernkämpfer. Das ist natürlich nicht so praktisch für mich. So. Die Hopliten hole ich mal nach hier, damit die dann hier, also ich warte quasi, bis die alle hier reingehen und dann mache ich Klappe zu. Klappe zu, Affe tot. Genau dasselbe wie hier. Okay, warte, die einen wollen schon zusammenbrechen, das will ich aber nicht. So, jetzt bitte alle schnell schießen. Okay, Elefanten sind weg. Die Pikiniere verlieren gerade sehr viel. Deswegen mache ich hier einen fließenden Übergang. Da müsst ihr immer schauen, wenn ihr das macht, was ich gerade gemacht habe. Immer aufpassen, dass die nicht gerade vollkommen im Kampf drin sind. So, die haben sehr viele Pikiniere, das ist gerade nicht sehr gut. Ah, die haben Speerträger auch noch. Speerträger sind super gut gegen solche gepanzerten. Okay, ich stelle mich mal hier hin. Wie so ein Stachelschwein hier. So, dann komme ich hier mal von hinten. Mit denen auch. Ach, wollen die mich jetzt verquaken? Dafür jetzt Kavallerie sehr gut. Dafür wäre Kavallerie sehr, sehr gut. Der General kommt mal auch hierher. Okay, das ist nett von dem, bis der jetzt in den Nahkampf geht. Aber Speerkämpfer haben auch nicht, oder Speerträger haben nicht so viel Munition dabei. So, bitte auf die Spartaner. Nee. Auf die Pikiniere gehen. Du gehst zur Seite, nach da. Und die da kämpfen dann oder schießen dann von hinten rein. Das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nochmal schnell schießen, bitte. Kommt mal her, alle hierher, schön langsam, schön brav. Sehr gut, und jetzt angreifen. Oh je, und jetzt die da raus. Oh, wieso, ja, okay. Okay, ich habe ja hier noch genug Verstärkung. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ich glaube, die Pikinier-Einheit, die wird nochmal zurückkommen. Also jetzt nicht dieses Spiel, sondern also die wird nicht komplett aufgelöst sein. Willst du mal den jetzt töten? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Also du gehst auch mal hinter. Ja, die Pikiniere sind halt richtig, richtig heftig. Ja, endlich bist du fertig. Komm, schnell. Wir brauchen dich vorne. So, jetzt kommen meine Pikiniere gegen seine Pikiniere. Und jetzt habe ich es geschafft. Puh. Ich fahre jetzt mal fort. Dann bekommen meine noch mehr Erfahrung. Natürlich meine Bogenschützen sollten nicht mehr schießen. Das habe ich jetzt. Unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition. Ich habe doch Feuer frei eingestellt. Okay, gut. Knapper Sieg. 600 Verluste von 2500. Ja, das geht eigentlich. Also seine zweite Armee war. Seine zweite Armee, das war ja die Garnisonsarmee. Aber seine Verstärkung, die war schon nicht übel. Ich habe jetzt, ich glaube, der. Warte, wie viele Pikiniere hatte er? 1, 2, 3. 3, okay. Ist eigentlich in Ordnung. 3 geht eigentlich voll. Gut, besetzen, plündern für 500. Ja, das hat nur ein Gebäude, deswegen werde ich das mal normal besetzen und nicht plündern. 500 ist jetzt auch nicht so. Ich mache Kommandant, weil der hat am meisten Boni für neue Rekruten. Mission erfolgreich. Juhu. So. Neue Ding, da werde ich mal. Warte, wo kann ich den. Den Helden machen? Den kann ich jetzt schon, okay, das ist gut. Hier, das da, also der erste ist gut. Ja, den mache ich. Ich mache den ja so früh, weil der Erfahrung gibt. Und zwar nicht zu wenig. Minus Nahrung. Ich habe gerade 3 Nahrung. Aber ich brauche bessere Einheiten. Oder ich mache die da. Nee, ich mache sie hier, weil die beiden will ich ja noch in da, ja, damit will ich ja noch ein bisschen farmen. Unterhaltskosten weniger, ist auch gut. So. Also ich will hier in Larissa und in Apollonia die ganze Zeit Aufstände heraufbeschwören. Aus einem einfachen Grund, weil dadurch entstehen Sklavenaufstände und die kann ich töten. Und also die Armeen von den Sklaven sind selten sehr gut. Und deswegen, ja, da kann man dann sehr viele, sehr gute Sachen machen, wenn man Level Up ist. So. Zeltner hole ich mir jetzt nicht. Das war es eigentlich schon. Also jetzt muss ich ja warten, bis die Armee wieder da ist. Sein Vorteil ist, also er hat 4 Armeen, also 3 Armeen und eine Flotte. Wobei ich nicht weiß, ob das eine Flotte ist. Ja, ist eine Flotte. Und dadurch kann er halt die ganze Zeit hier rum oder da rum oder hier rum. Und wenn ich hier rumgehe,
Habe ich Zoff mit denen. Wenn ich hier rumgehe, geht er einfach hier rum. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, ich mache hier eine Diebin raus. Weil dann kann ich Geld stehlen. Okay, hier habe ich minus 3. Steuern sind minus 5, Ereignisse minus 3. Okay. Ereignisse ist halt der Winter. Gut, was passiert, wenn ich hier rausgehe? Minus 9. Okay, dann bleibe ich noch ein bisschen. Hier drinnen. Aber hier werde ich schon mal... Nee, noch nicht. Eine Runde noch. Gut, danach werde ich mit der Armee... Nun könnt ihr mit eurer üblichen Geistlosigkeit über mein Volk herziehen, ehe euch der Tod holt. Nice. Wieso? Okay. Ich muss neu starten, wenn Athen sich auf die Seite von Makedonien schlägt. Gut, haben sie nicht. Das heißt, ich kann weiterspielen. Puh, aber das war knapp. Gut, warte, also unser Rang erhöht solche. Ja, auch noch eine Seuche. Spiele ich jetzt auf Legendär oder was? Gut, aber erstmal. Ja, die mögen mich sehr, sehr, sehr doll. Willkommen, willkommen. Im Geiste der olympischen Gastfreundschaft heiße ich euch... Ich gebe dir mal 300 dafür, dass ihr nicht mit Makedonien zusammen in Krieg gegangen sind. Gut, das mit Makedonien ist jetzt interessant. Weil jetzt muss ich auf Epirus und Makedonien aufpassen. Ich schau mal kurz. Makedonien hat Krieg mit Tyllis. Tyllis ist hier oben, oder? Nee. Was ist Tyllis? Keine Ahnung. Aber anscheinend nicht in der Nähe. Das ist blöd für mich, weil dann kann er sich komplett auf mich konzentrieren.